Moin, liebe Freunde der Elektromobilität. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Kombis sind ja sehr hoch im Kurs bei den Deutschen. Momentan wechselt aber der Trend doch irgendwie eher Richtung SUVs. Die sind aber vielen einfach zu groß und gerade auch bei den E-Autos. Ja, Kombis sind da sehr stark nachgefragt, aber allein es gibt sie nicht, beziehungsweise es gab sie nicht. Es gibt ja jetzt schon länger den MG5. Ist aber vielleicht von der Reichweite nicht jedermanns Sache, auch MG vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Dann gibt es jetzt den Astra, Opel Astra Electric, ja, Sports Tourer, auch als Kombi-Version. BMW bringt bald den i5 Turismo raus. Nee, wie heißt der? Tourer? Turismo heißt er gar nicht, sondern Porsche. Porsche hat nämlich den Taycan Sports Turismo oder Cross Turismo. Wobei, den Taycan als Kombi zu bezeichnen, da werden mich die Porsche-Jünger steinigen. Ja, und NIO, der chinesische Hersteller, der hat ja mit dem ET5 schon länger die Limousine am Start. Und seit ein paar Monaten gibt es die Limousine, den ET5, auch als Touring, also als Kombi. Ja, und in dem sitze ich heute und den schauen wir uns natürlich mal genauer an. Ist eigentlich das ideale Auto für viele, die so ein Kombi suchen, sowohl von der Größe als auch von den technischen Daten. Wobei, so sicher sind wir uns da noch gar nicht, denn das schauen wir uns heute mal an. Auch wie er sich so preislich schlägt. Wir fahren heute natürlich auf meiner Reichweitenstrecke, Bremen-Bremerhaven und zurück, 130 Kilometer bei Tempo 130. Ja, und dann schauen wir mal, was der Touring hier so kann, der ET5 Touring, wie sein Verbrauch ist, wie die Leistungsdaten sind und das ganze Interieur, der Stauraum. Ist er eines Kombis würdig? Das wird also ein spannender Test, deswegen unbedingt dranbleiben. Hui, das Interieur hier vom ET5 Touring, das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Wir haben hier ein zweifarbiges Ambiente. Das Ganze ist irgendwie so Kaffee-Latte-Farben. Ich weiß nicht, wie ich das sonst bezeichnen soll. Also sieht so ein bisschen aus wie Milchkaffee. Passt auch zum Äußeren, da ist die Farbe auch irgendwie so Vanille, nennt sich das, oder Vanilla. Ist auch eher so ein Gelbton, also jetzt nicht richtig gelb, sondern mehr so, ja, wie so Vanillecreme. Creme Brûlée oder Panna Cotta oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es trotzdem sehr, sehr schick hier drin. Also es ist minimalistisch, wir haben so gut wie keine Knöpfe und hier zieht sich so dieses Milchkaffee-farbene Lederimitatband über das gesamte Cockpit. Das Lenkrad ist zweifarbig und alles ist wirklich hochwertig gestaltet. Die ganzen Materialien, wie sie ausgewählt sind, sind zwar Kunststoff, das Leder ist auch nicht echt, aber es wirkt alles sehr, sehr hochwertig und auch von der Verarbeitung unheimlich massiv und solide. Auch wie die Tür schon schwer ist, wenn ich sie jetzt hier mal aufmache, wie schwer die Tür ist. Auch das Schließgeräusch, ja, ich würde sagen, da haben die Chinesen hier wirklich einen guten Job gemacht und ein Auto mit Premium-Gefühl hier auf die Beine gestellt. Dazu trägt natürlich auch das riesige Glasdach hier bei, ist übrigens alles auch serienmäßig. Und ja, es kommt sofort ein Premium-Gefühl hier auf im ET5 und da fragt man sich, okay, was kostet denn der Spaß jetzt? Und da hat NIO sich natürlich wieder viel einfallen lassen, denn es gibt unglaublich viele Optionen, wie man sich diesen Wagen möglicherweise leisten kann. Da gibt es einmal natürlich das reine Abo, das heißt, man kauft den Wagen gar nicht, sondern abonniert ihn. Dafür werden so um die 1000 Euro fällig, also nagelt mich nicht auf 10, 20 Euro fest, aber 1000 Euro im Monat und dann ist da alles drin, also der Wagen, die Batteriemiete, die Versicherung, Wartungsservice und so, nur eben der Strom nicht, den müsst ihr dann selber bezahlen. Das muss man dann für mindestens 3 Jahre abschließen. Die nächste Option wäre, den Wagen zu kaufen, aber ohne Akku zum Beispiel. Da liegt er dann bei 47.500 Euro. Und dann fällt noch eine Akkumiete an, nämlich im Monat 169 Euro. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das war doch schon mal bei meiner Zoe genau so, nämlich die von 2017, mein erstes E-Auto. Da war die Batterie nicht dabei, die gehörte Renault und die Batteriemiete betrug 59 Euro. Ja, hier beim NIO beträgt sie 169 Euro. Sie ist auch deutlich größer als die von der Zoe, nämlich 75 Kilowattstunden brutto. Das wäre die nächste Option. Die dritte Option wäre dann, den Wagen mit Akku zu kaufen. Da liegen wir dann mindestens bei 59.500. Dafür ist hier aber eigentlich
alles drin, was jetzt hier auch drin ist. Ja. Man kann sich auch die Farben von den Sitzen natürlich konfigurieren. Das kostet auch keinen Aufpreis. Man muss nur entscheiden, welche Variante man möchte. Glasdach, wie gesagt, serienmäßig. Wärmepumpe serienmäßig. Alle Assistenzsysteme serienmäßig. Die einzige Konfigurationsmöglichkeit, die man hätte, ist noch so ein Komfortpaket für die Sitze mit irgendwie 14-fach verstellbar Belüftung und so weiter. Und dann gibt es noch eine Anhängerkupplung und man kann noch das Glasdach konfigurieren, dass es sich automatisch verdunkelt, wenn die Sonne hier reinbrennt. Und wenn man sich dann alles dazu konfiguriert, was es gibt, dann liegt man hier in der maximalen Ausstattung halt bei 65.000 Euro. Der Kaufpreis vom ET5 Touring ist doch noch ganz schön happig, also von wegen günstige Chinesen. Eine Alternative für euch wäre natürlich mal auf den Gebrauchtmarkt zu schauen. Gut, den ET5 hier, den wird es da noch nicht geben, aber vielleicht im halben oder in einem Jahr, da denke ich, gibt es schon die ersten Modelle gebraucht. Und durch die aktuellen Händlerrabatte bei den Neuwagen, da fallen nämlich auch die Preise für Gebrauchte. Für euch bedeutet das natürlich im Gegenzug, wenn ihr euer E-Auto mal gebraucht verkaufen wollt, dann bekommt ihr wahrscheinlich weniger, als ihr euch das vorgestellt habt. Da habe ich aber noch einen Geheimtipp für euch, denn es gibt jetzt eine coole neue Lösung, wie ihr erstens diese typischen Was-letzte-Preis-Anrufe vermeidet und wie ihr garantiert den bestmöglichen Preis für euren Gebrauchten erzielt. Der Geheimtipp lautet Cardino. Das Listen deines Autos auf cardino.de, das dauert höchstens 5 Minuten. Anschließend machst du noch die digitale Inspektion, indem du so ein paar Fotos von dem Auto hochlädst. Und mehr musst du eigentlich nicht machen. Das Ganze ist auch für dich komplett kostenlos. Und in nur wenigen Tagen, da bieten dann hunderte Händler auf dein Auto, aber nur bei Cardino, du kriegst davon erstmal nichts mit. Cardino gibt dir am Ende nur den besten Preis für dein Auto, den die Händler genannt haben. Und wenn dir das Angebot gefällt und du sagst, alles klar, ich schlag ein, dann musst du dich auch um nichts mehr kümmern. Und wenn dir das nicht gefällt, ja, dann lehnst du ab und nichts passiert weiter. Aber wenn dir das Angebot gefällt, dann wird dein Auto innerhalb weniger Tage kostenlos bei dir vor der Haustür abgeholt. Und das Geld, das bekommst du natürlich vorher. Also, ich würde sagen, schaut doch mal bei cardino.de vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Denn bequemer könnt ihr euren Gebrauchten echt nicht verkaufen. Ja, warum kauft man sich einen Kombi? Natürlich wegen des Ladevolumens. Und hier der Neo ET5 Touring. Ja, so groß ist das nämlich gar nicht. Also er hat einen Kofferraum, der hat ganze 450 Liter. Das ist jetzt nicht besonders viel. Man kann die Rückbank dreiteilig umklappen, dann sind es 1300 Liter. Das geht dann noch. Und er hat so einen doppelten Ladeboden. Dann gewinnt man noch so, ja, 10 cm Höhe, ne, Meiler? Und du willst da auch schon rein. Und das testen wir jetzt aus, der Hundetest. Passt der Hund hier rein? Also mit diesem Boden würde ich sagen, nein. Dafür ist die Höhe zu gering. Wenn der Boden rausgenommen ist, ja, dann sieht es ganz gut aus. Und das testen wir jetzt. So, also wenn man den Boden rausnimmt, würde ich sagen, dann passt es. Kopfhöhe gerade so ausreichend, dass jeder sitzen kann. Machen wir Klappe zu. Oh, die geht echt extrem langsam zu hier. Ja, aber das sieht ganz gut aus. Und wie sieht es von innen aus? Gucken wir uns mal an. Na, Meiler, was sagst du? Von innen ist es doch jetzt ganz geräumig, oder? Ja, ich würde sagen, der ET5 Touring hat den Hundetest bestanden. Allerdings so üppig, wie man sich das vorstellt beim Kombi, ist es dann doch nicht. Ja, Und NIO hat hier beim ET5 doch ziemlich viel von Tesla abgeguckt. Also Stichwort Elektroauto, wie muss man sowas gestalten? Ja, sie haben ja ein großes Zentraldisplay, was im Prinzip genauso, naja, sogar ein bisschen größer mit 15 Zoll wie der Hauptscreen von Tesla. Das, was da quasi noch links am Rand ist, haben sie hinter den Tacho geklemmt, was ich sehr sinnvoll finde. Der Ein- und Ausstieg erfolgt mit einem Taster, genau wie bei Tesla, dann geht die Tür auf.
Und der ganze Minimalismus hier, ich habe hier im Prinzip keinerlei andere Knöpfe, bis auf Rückwärtsgang, D und Parken. Und dann habe ich hier noch für die Türen zum Verschließen, dann Warndreieck und eine Autotaste. Und damit kommt man in die Modi, da kann ich also meinen Fahrmodus einstellen. Und davon gibt es wirklich ohne Ende Komfort, Eco, Sport, Sport Plus und individuell. Das kann ich mir natürlich auch alles konfigurieren. Und bei individuell, das ist wirklich der Hammer, da kann ich sogar die Beschleunigung einstellen, die ich haben will. Also von 4,0 Sekunden volle Leistung bis ein bisschen gemächlich 12,9 Sekunden. Natürlich auch die Rekuperation, wobei ich da eben festgestellt habe, dass die trotzdem immer wieder beim Fahren auf niedrig steht und nicht auf Standard. Selbst wenn ich das individuell speichere, scheint noch ein Bug zu sein. Lenkmodus natürlich, das kennen wir, aber diese Beschleunigung einzustellen, das habe ich so noch nie gesehen. Und die restlichen Einstellungsmöglichkeiten sind auch sehr Tesla-like hier. Das sieht fast genauso aus alles. Auch die ganze Oberfläche ist so schön gestaltet, sehr liebevoll. Finde ich tatsächlich sogar schöner als beim Tesla. Mein ET5, mein Nomi, dann haben wir die Sitze natürlich, Fenster, Türen, Beleuchtung, Batterie. Also bei der Batterie kann ich nicht nur den Ladestand einstellen, den ich haben möchte beim Laden. Ich kann auch einstellen, dass die Batterieheizung während der Fahrt aktiviert wird, wenn ich eine Ladesäule ansteuere. Das kann man auch ausschalten. Und ich kann eine manuelle Batterieheizung starten, wenn ich irgendwie vergessen habe, diesen Schalter umzulegen, was weiß ich. Aber da muss ich da in das Menü rein. Findet man vielleicht nicht sofort während der Fahrt. Und jetzt kommt der Hammer. Ich kann sogar einstellen, wann ich erinnert werde, dass der Akku vielleicht ein bisschen leer wird. Ich kann ganz früh, auch wenn ich auf Sicherheit gehen will, schon bei 150 Kilometern mich erinnern lassen, dass der Ladestand vielleicht ein bisschen zu niedrig ist. Oder erst bei 20 Kilometer. Und alles dazwischen ist auch möglich. Ich sag mal 40 Kilometer, so, das lasse ich mal drin. Also diese Einstellungsmöglichkeiten habe ich, glaube ich, so auch noch nirgendwo gesehen. Finde ich auch super. Und ja, von Tesla kennen wir es natürlich auch. Ein Haustiermodus, wir haben einen Campingmodus, Modus beim Verlassen. Wir haben einen Waschmodus und wir haben noch ein paar Zusatzmodi wie Schnee, Sand oder Nassmodus. Und man kann sich auch alles Mögliche konfigurieren. Das ist wirklich ja, erschöpfend. Also es bleiben hier echt keine Wünsche offen. Und dazu reagiert das System auch noch instant. Also es ist genauso schnell, wie ich es aus meinem Tesla kenne. Und eins der schnellsten Systeme, die man sich so bei einem Elektroauto wünschen kann. Auch das ganze Navi, ja, also dieses Scrollverhalten, das ist wirklich, wirklich instant. Einzig, man kann die Karte irgendwie nicht drehen. Die bleibt jetzt immer nach Norden ausgerichtet. Das kann man, wenn man navigiert, auch ändern. Aber irgendwie so, wenn man nicht navigiert, scheint man die Karte nicht drehen zu können. Gut, das kann man verschmerzen. Aber Navigation, Stichwort Ladeplanung. Ja, tatsächlich funktioniert die sehr gut. Das scheint jetzt wirklich mit der neuen Software abgehakt zu sein, das Thema. Auch das haben sie ein bisschen von Tesla abgekupfert. Ich zeige euch das mal eben. Wir suchen uns mal ein Ziel aus. Da gehen wir mal nach München. Da kommen wir jetzt mit dem Akku garantiert nicht hin. Ich habe jetzt hier ein schlechtes Internet so ein bisschen. Das heißt, es dauert etwas, bis er das alles abgerufen hat, weil München hat er jetzt schon. Aber jetzt hat er hier auch Daten von der Stadt. Das heißt, wir haben hier so ein paar Fotos von der Stadt. Die kann ich mir auch mal anzeigen lassen. Wie sieht es denn da aus? Ah, cool, das kommt also von Google. Dann sage ich mal, alles klar, da will ich hin und drücke auf Anfahrt. Jetzt macht er die Routenplanung. Hier sieht man schon dreidimensionale Gebäude in der Stadt. Also irgendwie wichtige Gebäude werden hier 3D dargestellt. Jetzt hat er die Route schon berechnet und sieht, okay, rote Zielflagge, das heißt Akku leer in München, das schaffen wir nicht. Und jetzt macht er eine Ladeplanung. So, Ladeplanung ist fertig. Wir müssen dreimal stoppen. Wir haben nämlich jetzt nur noch 70% im Akku. Und jetzt zeigt er hier, so ähnlich wie bei Tesla, die ganze Route an. Also hier eine Aral-Tankstelle, hier steht auch, dass wir mit 49% ankommen, also ist eigentlich viel zu früh zum Laden. Wir sollen bis 80% hochladen, das können wir auch entfernen. Es gibt auch Filter, wo man sagen kann, ich möchte zum Beispiel NIO-Zahlungslösungen präferieren oder auch andere. Dann kann man natürlich die Betreiber auswählen, Ionity, Allego, ENBW, E.ON und so weiter, Fastnet, alles auswählbar, filterbar, anzeigen, also es bleiben hier keine Wünsche offen. Daneben gibt es auch eine geile 360-Grad-Ansicht fürs Parken, also diese Frontalansicht sowieso, die ganzen Kameras. Und wenn man auf 3D stellt, also Leute, das ist genauso, wie man das möchte, knackscharf. Und hey, Elon, schau dir das mal an. So möchte ich das bei Tesla und nicht diese bescheuerte Vision-Only-Geschichte. Also ich meine, wir fahren ja selber Tesla. Und ich finde dieses Vision Only wirklich unwürdig, sondern das hier, das ist das, was man möchte. Und das wäre Hightech und nicht diese komische Röntgenansicht, die auch noch völlig ungenau ist.
So, jetzt haben wir genug geredet, jetzt fahren wir mal los. Und natürlich hat es jetzt angefangen zu regnen. Also es nieselt noch so ein bisschen. Also da müssen wir dann wohl durch. Nichts mit trockener Probefahrt. Dann würde ich sagen, starten wir mal, bevor es noch schlimmer wird. Wir haben jetzt 80% im Akku und eine angezeigte Reichweite von 347 Kilometer. Ja, interessanterweise zeigt die andere Reichweite, die berechnete hier, 236 Kilometer. Das sind über 100 Kilometer weniger. Da ist halt die Frage, welcher Anzeige vertraut man, ne? Also ich würde mal mein Geld auf das Berechnete setzen. Wir sind auch super hier aus der Einfahrt rausgekommen, denn der ET5 Touring hat einen Wendekreis von 11,8 Meter. Das ist ganz angenehm in der Stadt. Könnte auch noch ein bisschen weniger sein, aber so kommt man auf jeden Fall gut zurecht und das Handling ist auch richtig komfortabel. Ja, man merkt, die Abstimmung vom Fahrwerk hier ist relativ straff. Also nichts mit sanft und weich, sondern es ist schon sportlich zu nennen, weil er hat ja auch hier eine gewisse Performance, der ET5. Und es ist aber auch nicht unangenehm. Man merkt die Gullideckel, ja, man merkt sie ziemlich deutlich, aber es ist trotzdem noch angenehm. Also da gibt es nichts zu meckern, würde ich sagen. Und diese Fahrwerkabstimmung, die ändert sich auch je nachdem, welchen Modus ich einstelle. Ich habe ja unendlich viele Modi quasi. Sport Plus, Komfort, Eco, nochmal Sport, individuell und noch so ein paar andere Modi. Und dann passt sich auch die Federung an. Also bei Sport Plus wird das Ganze hier auch nochmal deutlich straffer. Ja, schade ist so ein bisschen, dass man trotz der ganzen Modi und auch des individuellen Modus die Rekuperation irgendwie nicht so richtig abspeichern kann auf das eigene Profil. Also es bleibt immer irgendwie bei Mittel. Wenn ich mal jetzt bei Komfort gucke, ja, nee, es ist bei niedrig, also die mittlere Stufe, das wollte ich damit sagen. Es gibt sehr niedrig, niedrig und Standard. Und ich hätte es eigentlich gerne auf Standard. Das stelle ich auch mal kurz ein. Dann haben wir nämlich One-Pedal-Driving. Er bleibt zwar nicht ganz stehen, aber so kann man auf jeden Fall One-Pedal-Driving machen. Das ist dann sehr angenehm, so liebe ich das ja. Und dummerweise, wenn man das eingestellt hat, speichert er das nicht ab. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn man wieder fährt, ist es wieder auf die mittlere Stufe, sprich auf niedrig. Ja, hier auf dieser etwas unebenen Fahrbahn in der Tempo-30-Zone, da merkt man schon, dass das Fahrwerk relativ straff ist. Also jede Bodenwelle wird so ein bisschen durchgereicht. Aber wenn ich das mal mit den alten Model 3 von Tesla vergleiche, die ja nun wirklich ziemlich hart waren, ist das hier dagegen noch deutlich besser. Also so kann man damit echt gut leben. Ja, und wir haben auch wieder das Gepiepe von der Tempo-30-Zone. Wenn ich 3-4 km/h zu schnell fahre, dann meldet er sich natürlich mit so ein paar Tönen. Das kann man hier auch wieder zum Glück abschalten, relativ schnell erreichbar. Über das Navi hier gibt es so ein Lautsprechersymbol, da drückt man einmal drauf und das rechte Symbol einmal draufklicken, dann ist es weg und dann piept er nicht mehr. Aber wie gesagt, natürlich auch nur für diese Fahrt und bei der nächsten Fahrt ist es dann wieder da. Jawohl, an der Ampel ist man eigentlich immer der Erste hier mit dem ET5, weil der hat eine brachiale Beschleunigung, also bis zu 4 Sekunden von 0 auf 100. Das ist im Sport Plus Modus und man kann die Beschleunigung auch individuell einstellen. Und ich glaube, jetzt im Komfort liegt sie bei 5,2, 5,9, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber trotzdem, es ist wirklich Wahnsinn. Der hat hier 360 kW Leistung, 489 PS sind das. 700 Newtonmeter, also da bleiben keine Wünsche offen. Das ist natürlich dem Tesla Model 3 Performance nachempfunden hier von NIO. Da wollten sie sich dann auch nicht lumpen lassen mit der Beschleunigung. Ja, und bei schönstem Nieselregenwetter geht es mal wieder auf die Autobahn und dann fahren wir dann 130. Es ist jetzt 3 Grad draußen, also es ist richtig kühl. Und da muss der NIO ET5 Touring dann jetzt mal zeigen, was er bei Kälte so drauf hat, ne? Ja, trotz der regennassen Fahrbahn finde ich das Geräuschniveau hier sehr angenehm. Also es ist jetzt nicht ganz spitze so wie manch anderes Auto. Also der Genesis zum Beispiel, der G80, den ich zuletzt hatte, der war ja wirklich noch deutlich leiser. Aber hier ist es sehr angenehm. Man hört halt was von den Reifen und natürlich die nasse Fahrbahn. Wir haben ja 19 Zöller drauf, Winterreifen. Wind haben wir jetzt gerade von hinten.
Das heißt, Windgeräusche sind momentan sehr, sehr wenige, also auch von der Frontscheibe oder so oder Spiegel. Da ist kaum was zu hören. Wenn man das Assistenzsysteme angeht, da schöpfen die hier aus dem Vollen bei NIO. Man kann ja nichts wegkonfigurieren, das ist alles in der Basis schon enthalten. Also der adaptive Tempomat, der aktive Spurhalteassistent, der aktive Spurwechselassistent, Notfallbremsassistent, Querverkehrswarner, Totwinkelwarner, ach was weiß ich, denkt euch was aus, es ist alles enthalten. Und da muss man sich bei der Konfiguration hier gar keine Gedanken machen. Und jetzt habe ich halt die Assistenzsysteme laufen. Wie gesagt, bei Regen machen sie bisher auch einen ganz guten Job. Sehr zuverlässig, Spur wird gut gehalten, er ist schön mittig, er eiert nicht. Ja, kann man sich echt dran gewöhnen. Also jetzt wird das Wetter ja auch wieder so richtig fies. Ne? Kaum sind wir irgendwie aus Bremen raus, haben wir so eine Regenwand hier. Total dunkel. Das wird einer dieser Tests, wo ich leider so gut wie keine Verbrauchsanzeige habe. Das ist richtig doof eigentlich. Wir haben hier nur diesen Graphen mit den letzten 10 Kilometer oder den letzten 100 Kilometer. Und da gibt es dann so zwei Werte. Der Maximalwert, der Minimalwert. Da liegen wir jetzt richtig übel. Also minimal bei 28 Kilowattstunden im Moment auf den letzten 10 Kilometer. Und dann gibt es hier noch so eine Durchschnittsverbrauchsanzeige, die liegt jetzt gerade bei 28,2. Das ist dann der Durchschnitt der letzten 10 Kilometer. Und das war's dann. Also Trip-Anzeige haben wir zwar, was die Entfernung angeht, aber Verbrauch, das hat NIO irgendwie scheinbar nicht für nötig gehalten, das hier in den Wagen zu packen. Das ist für mich ehrlich gesagt total unverständlich. Und jetzt ist leider der Spurhalteassistent bei dem Regen jetzt hier ausgestiegen. Also er aktiviert sich nicht, es lässt sich nur der ACC aktivieren, also der Tempomat. Spurhaltung ist jetzt leider Fehlanzeige. Das ist ja richtig doof. Wir sind erst 20 Kilometer unterwegs und haben aber schon 10% verbraucht. Das heißt, wir sind jetzt bei 70% Akku. Und das nach 20 Kilometer. Ja, das ist ganz schön heftig. Also bei dem Wetter 10% in 20 Kilometer verlieren, das würde ja bedeuten, ich hätte hier nur 200 Kilometer Reichweite und nichts mit den versprochenen 435 WLTP. Das wären dann ja nur noch nicht mal 50% des Versprochenen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird sich mit Sicherheit noch ändern während der Fahrt. Also der Reisekomfort im ET5 Touring, der ist doch wirklich angenehm, muss man echt sagen. Also Geräuschniveau bei 130 und nasser Fahrbahn ist immer noch sehr niedrig. Das macht das schon mal sehr angenehm zu fahren. Dann die Sitze, da sitzt man wirklich bequem drauf. Der Seitenhalt ist gut für mich. Die Sitze sind beheizt und belüftet. Man kann sogar eine Massagefunktion dazu konfigurieren. Also da bleiben eigentlich so gut wie keine Wünsche offen. Jetzt muss eigentlich nur noch die Reichweite stimmen. Sprich, die Effizienz dieses Autos muss gut sein. Und bei dem Wetter im Moment, bei 3 Grad und Regen, also wirklich fiesem Regen gerade, ja, da sieht es nicht so gut aus. Also 26 Kilowattstunden ist so das Minimum und 44 das Maximum auf den letzten 10 Kilometern. Was haben wir denn im Durchschnitt jetzt? 27,6 zeigt er hier an, 28 zeigt er jetzt an. Ja, das ist echt heftig für so einen Wagen, finde ich. Aber man kann ja immerhin Akkuswap machen, zumindest dann, wenn ihr den Akku nicht gekauft habt. Also bei Akkumiete oder wenn ihr das ganze Auto im Abo habt, dann könnt ihr swappen. Es gibt in Deutschland leider noch nicht so viele Stationen. Wie viel sind es, glaube ich, 12 Grad oder so. Es sind noch ein paar im Aufbau. Ich weiß nicht, wie viel NIO insgesamt plant. Es kann sein, dass noch so 10, 20 dazukommen. Da fehlen mir leider die Zahlen. Und die sind natürlich nur entlang der Hauptverkehrsrouten und an den Autobahnen. Und das sind dann natürlich zu wenige, um überall sorglos mit so einem Battery Swap durch Deutschland zu fahren, geschweige denn durch ganz Europa. Eine kleine Anekdote am Rande. Der Fahrer, der den Wagen zu mir nach Hause gefahren hat, der kommt ja hier aus Darmstadt, der ist die A7 runtergefahren und wollte in Großburg-Wedel swappen. Ist er also hingefahren. Leider war die Swap-Station zu, weil die gerade irgendwie gewartet wurde. Und da hat er auch eine Chinesin getroffen, die gerade in Deutschland war auf Geschäftsreise, die einen Mietwagen hatte, was auch ein NIO war. Den hatte sie sich deswegen gemietet, weil sie zu Hause in Peking, wo sie herkam, auch privat NIO fährt. Und sie wollte halt swappen und Swap-Station war zu und sie war so ein bisschen verzweifelt, weil sie keine Ahnung hatte, wie man den Wagen außer zu swappen aufladen kann. Weil in Peking, meinte sie, sie würde immer nur swappen. In Peking gibt es nämlich, haltet euch fest, 140 Swap-Stationen. Allein in Peking. Also gut, es ist eine Riesenstadt. Wie viele Millionen hat Peking? 40 Millionen Einwohner oder so.
Aber trotzdem, das ist ja so ein bisschen wie so ein Tankstellennetz, also überall Swapstationen in Peking. Und dann weiß man halt nicht, wie man so einen Wagen lädt, wenn man sich nicht drum kümmert. Kann passieren. So, aber jetzt wird es ja richtig unterirdisch. Wir sind wieder in diesem Regenloch zwischen Bremen und Bremerhaven, wo es also immer schüttet. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also wer hier wohnt, der ist doch echt gekniffen. Gibt es hier auch mal trockene Tage? Das ist jetzt mal wieder richtig so eine Worst-Case-Reichweitenfahrt. 27,8 Kilowattstunden jetzt hier im Durchschnitt auf den letzten 10 Kilometern. Wir sind aber schon 42 gefahren und haben noch 61% im Akku. Also tatsächlich fast 20% verloren. Und mit den 20 Kilometer 10%, das scheint sich hier zu manifestieren. Na gut, wir sind 43 Kilometer jetzt unterwegs, also es wird ein bisschen besser, aber trotzdem. Und bei Tempo 130, das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell. Also scheint die Effizienz hier bei so einem Wetter doch wirklich nicht so gut zu sein von dem ET5 Touring. Und man kann den tatsächlich mit Spitzengeschwindigkeit 200 fahren. Also das machen wir natürlich nicht, aber da möchte ich den Verbrauch echt nicht wissen. Und ich verstehe auch nicht, warum der jetzt wirklich so viel schluckt. Also eigentlich hat er doch eine sehr aerodynamische Form. CW-Wert weiß ich jetzt leider nicht. Aber zumindest so, wie der jetzt aussieht, müsste der jetzt gar nicht so schlecht sein. Er ist auch nicht so hoch, der Wagen. Die Front ist nicht so steil. Überall ist alles so glatt gespült mit Lufteinlässen und Auslässen. Also da verstehe ich nicht genau, warum der so viel verbraucht. Am CW-Wert kann es nicht liegen. Ist ja schon fast Audi-Niveau. Böse, ich weiß. Wir haben auch eine Wärmepumpe an Bord, die ist serienmäßig und die heizt so gut. Ich habe sie auf 23 Grad jetzt eingestellt, aber Klima ist aus, Lüftung ist auch auf 2 gestellt. Daran kann es eigentlich auch nicht so richtig liegen. Aber gut, wir sind gleich wieder in Bremerhaven. Da hinten sehe ich jetzt schon die Abfahrt, da machen wir dann wieder die Wende und dann haben wir tatsächlich wieder Gegenwind. Also viel besser wird der Verbrauch wohl nicht werden und der Regen sieht auch nicht so aus, als würde er aufhören. Naja, ich bin echt gespannt. So, 63,5 Kilometer zeigt der Tacho an, sind wir gefahren. Hier steht letzte 100 Kilometer 26,1 Kilowattstunden. 140 Kilometer Reichweite haben wir noch und 53% ist noch im Akku, das heißt 27 sind weg. Na gut, jetzt geht's gleich auf die Rückfahrt. Der Regen ist leider immer noch da und wird uns wahrscheinlich auch die ganze Zeit begleiten. Es ist immer noch kalt, jetzt ist es sogar 2 Grad in Bremerhaven, also richtig frisch hier. Und ich fürchte, durch den Gegenwind wird das dann auch nicht besser. Ja, bin mal gespannt, ob wir da noch irgendwie was rausholen können. Das Gute daran ist wirklich, dass der ET5 sich einfach erstklassig fährt. Also das Fahren macht wirklich Spaß. Das Handling, die Spritzigkeit, da gibt es echt nichts auszusetzen. So, auf geht's. Wir sind wieder auf dem Rückweg. Und jemand, der sich ein Kombi kaufen möchte, der hat ja oft eben auch was zu transportieren. Sonst kann man sich auch gleich eine Limousine kaufen. Und in der Regel haben solche Leute Bedarf an Anhängerkupplung. Und ja, es gibt sie auch für den NIO ET5 Touring. Man kann eine Anhängerkupplung dazu konfigurieren, kostet ein bisschen Aufpreis. Die kann immerhin 1,4 Tonnen ziehen und hat eine Stützlast von 75 Kilo, also Fahrradträger hinten drauf. Das würde auch noch gehen. Ja, die Frage ist, ob diese 75 Kilowattstunden Batterie, die hier drin ist, davon sind ja nur 70 Kilowattstunden nutzbar, so 70,5 genauer gesagt, ob die dann bei dieser etwas schlechteren Effizienz bei so einem Wetter wirklich ausreicht. Also wenn ich dann gerade mal, sage ich mal, 250 Kilometer weit komme damit oder sogar noch weniger, ist das ein bisschen mau. Und dann sollte man sich dann doch vielleicht für den 100 Kilowattstunden Akku entscheiden.
weil den gibt es hier natürlich auch, den kann man auch nehmen. Dann kommt man wahrscheinlich ungefähr 100 Kilometer weiter. Dummerweise kostet das Auto dann 12.000 Euro mehr. Das ist der einzige Haken dabei. Oder man abonniert es halt, dann ist es nicht ganz so teuer. Was in der aktuellen Software von NIO mittlerweile auch richtig schön gelöst ist, ist diese ganze Ladeplanung bzw. Anzeige der Ladestation. Da gibt es hier so ein Blitzsymbol im Navi, wenn ich da mal draufklicke, dann werden mir jetzt hier entlang meiner Strecke, wo ich gerade fahre, und ich habe jetzt auch gar keine Navigation laufen, die ganzen Ladestationen angezeigt, Schnelllader zum Beispiel, weil ich jetzt hier diese Blitze angekreuzt habe mit den drei Blitzen. Es gibt dann 1, 2 oder 3 Blitze. So war das ja früher bei Tesla auch. Tesla hat jetzt nur noch zwei Funktionen, nämlich einmal ein Blitz, einmal drei Blitze, glaube ich. Also der mittlere ist irgendwie weg seit einem der letzten Software-Updates. Das finde ich auch von Tesla sehr merkwürdig, warum sie das wegrationalisiert haben, diesen Filter. Fand ich immer sehr nützlich. Hier ist er noch drin. Und wie gesagt, die Darstellung der Ladestation hier sehr, sehr übersichtlich, sehr gut zu erkennen. Kann man draufklicken und bekommt dann Informationen über die Station, kann sie auch direkt anfahren. Also so stellt man sich das vor. Einziger Kritikpunkt für mich, dass gerade in diesem Tacho-Display die Schrift doch wieder ein bisschen klein ist. Ich bin ja Lesebrillenträger und jetzt auf dieser Entfernung kann ich das wirklich knapp entziffern. Also sei es der Trip oder auch Akkustand oder so, das ist ein bisschen winzig. Was mir jetzt bei diesem Regen natürlich besonders krass auffällt, ist die Sicht nach hinten hier. Ne? Also wir haben ja diese etwas sehr kleine Heckscheibe hier in diesem Touring. Und die Heckscheibe an sich ist ja schon klein, aber die Kopfstützen hinten der hinteren Sitzreihe, die sind relativ groß und verdecken, weiß ich nicht, fast ein Viertel der Sicht. Also da kann man wirklich ganz wenig erkennen dadurch, muss ich sagen. Und jetzt bei dem Regen sowieso. So, jetzt sind wir genau 100 Kilometer unterwegs. Das heißt, die Verbrauchsanzeige auf den letzten 100 Kilometer müsste eigentlich ziemlich genau stimmen. Wir liegen bei 28,9 Kilowattstunden. Aber das Wetter ist auch wirklich unterirdisch. Das muss man einfach zugeben. Ach so, das muss ich euch noch mal eben kurz zeigen. Diese Modusumschaltung, die kann man ja hier machen mit diesen Kacheln. Aber den Sport Plus Modus, den kann man auch wirklich über so einen Shortcut erreichen. Man muss nur die beiden äußersten Tasten für 2 Sekunden drücken. Dann kommt hier eine rote Zielflagge. Und dann hat man den Sport Plus Modus. Und wenn man dann nochmal drückt, dann ist man wieder im Komfortmodus. Also das finde ich echt pfiffig. Dann kann man mal eben ganz kurz die maximale Beschleunigung abrufen und dann auch wieder ganz schnell eben zurückschalten, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Das ist richtig geil. Wir nähern uns der 120 Kilometer Marke, also von der Strecke jetzt her. Bald fahren wir wieder runter von der Autobahn. Wir haben noch 30% drin im Akku. Und 28,0 aktuell der Verbrauch der letzten 100. Aber ich bin gespannt. Ein bisschen was müssen wir noch. Dann müssen wir noch kurz wieder durch die Stadt, durch die Tempo-30-Zone. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen wieder sinken. Also ich bin gespannt, wo wir am Ende landen. Eins ist jetzt schon sicher, so richtig viel Reichweite hat der ET5 Touring bei so einem Wetter dann leider wohl nicht. Aber wie viel genau, das stellen wir dann fest, wenn wir zu Hause sind. So, wir sind wieder angekommen. Nach 127,3 Kilometer sagt der Tacho, also es sind ein bisschen weniger als das, was üblicherweise angezeigt wird bei anderen Autos. Wir haben noch 26% drin und eine angezeigte Restreichweite hier von 71 Kilometer, hier von 116 Kilometer. Also die Differenz ist ein bisschen zusammengeschrumpft, aber sie weichen doch noch erheblich voneinander ab. Und wir haben insgesamt gebraucht jetzt im Durchschnitt 27,2 Kilowattstunden, sofern man das irgendwie sagen kann, denn das hier sind ja nur die letzten 100 Kilometer. Gut, also ich würde sagen, bei dem Wetter ist Effizienz jetzt nicht unbedingt die Stärke vom ET5 Touring. Das kann man einfach mal so festhalten. Da wir 54% verbraucht haben für die 127,3 Kilometer, wären das dann bei 100% Dreisatz 235 Kilometer Reichweite. Puh, ja, und das mit einem 75 Kilowattstunden großen Akku, das ist schon ganz schön wenig. Aber der Verbrauch war einfach auch zu hoch.
Und ich weiß aber, dass natürlich bei besserem Wetter, wärmeren Temperaturen, kein Regen, der Wagen hier deutlich weniger verbraucht. Ich bin die Strecke vor ein paar Tagen schon mal gefahren, ohne das jetzt auf Video aufzunehmen. Da war es trocken, aber waren es auch kühl, 5 Grad. Da lag ich deutlich drunter beim Verbrauch. Da war die gesamte Reichweite dann ungefähr 270 Kilometer von diesem Auto. Da seht ihr mal, was Wetter einfach für einen riesen Einfluss hat bei Elektroautos. Und gerade wenn der Wagen nicht so effizient ist, dann macht sich das deutlich bemerkbar. Aber Verbrauch und Reichweite ist das eine. Wenn man dann schnell wieder unterwegs ist, ist es natürlich eine andere Sache. Und hier mit dem Swapping, wo es nur 5 bis 6 Minuten dauert, sofern man die Chance dazu hat, ist das natürlich eine coole Sache und man ist wieder unterwegs. Ja, hier bei Bremen gibt es keine Swapping Station. Das heißt, wir fahren ganz normal an den Schnelllader. Und da soll der ET5 Touring hier mit dem 75 Kilowattstunden Akku 140 kW können. Zumindest ist das bis jetzt das, was ich weiß, denn es gibt nämlich eine neue Akkuchemie bei NIO. Da bin ich aber nicht sicher, ob die jetzt hier in diesem Auto schon eingebaut ist. Da wäre dann die Ladeleistung bis zu 170 kW. Aber das stellen wir ja gleich fest, wenn wir einen Schnelllader fahren. Wir haben jetzt wie gesagt noch 26% drin, reicht also locker. Wir kommen dann mit wahrscheinlich unter 10% an. Das ist die ideale, ja, das ist der ideale Akkustand, um den Akku wieder von 10 bis 80% voll zu ballern und dann mal schauen, wie schnell das geht. Jetzt laden wir. Wir sind mit 12% hier angekommen und er ging gleich hoch bis 112 kW. Das war nur der Anfang. Jetzt sind wir schon bei 120 kW, haben schon wieder 21% drin und ich bin wirklich nur 2 Minuten hier rumgestanden und dann eingestiegen. Also es geht doch ratzfatz hier. Sieht aber nicht so aus, als würden wir die 170 kW knacken. Ich glaube, hier ist noch der normale alte Akku drin, also alt in Anführungsstrichen, mit der alten Akkuchemie, die dann 130 kW maximal bekommt. Immerhin, Akkuvorkonditionierung scheint auch gut zu funktionieren. 123 kW zeigt er an. Ist auch wirklich schön, dass das Display hier wirklich alles anzeigt, was man möchte. Die Prozente, wie viel Kilometer man schon Reichweite hat, wie lange es noch dauert. Und überhaupt muss ich sagen, dass der ET5 Touring mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat in fast allen Belangen. Also das Fast, das kommt halt von der Effizienz. Die ist leider nicht so berauschend, zumindest bei dem Wetter von heute. Jetzt haben wir es ja wieder wärmer und der Regen hat aufgehört. Aber bei 3 Grad und diesem fiesen Regen und Tempo 130 auf der Autobahn, ja, 235 Kilometer Reichweite unter diesen Bedingungen, das ist schon ein wenig unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum NIO hier die Verbrauchsanzeige nicht so prominent, also eigentlich gar nicht irgendwo darstellt. Wohlgemerkt, das war heute bei diesen Temperaturen und diesen Bedingungen, bei wärmerem Wetter und kein Regen, da sieht das schon deutlich anders aus. Es gibt ja auch noch die 100 Kilowattstunden Akku-Konfiguration und damit, wie gesagt, über 100 oder fast 100 Kilometer mehr Reichweite. Allerdings ist der Preis dann eben auch teurer. Ansonsten, also der Wagen macht von vorne bis hinten wirklich einen Premium-Eindruck vom Interieur, von den Materialien, wie er sich fährt, extrem sportlich, brachiale Beschleunigung von 4,0 Sekunden auf 100, die vielen verschiedenen Modi, die 1000 Einstellungsmöglichkeiten, diese sehr stark Tesla nachempfundene Software, die übrigens super flüssig funktioniert und in dieser Version ja ohne Probleme funktioniert hat. Ich habe keinen Absturz gehabt, nichts hat gehakt, alles hat so funktioniert, wie ich das wollte.
Also das war richtig gut. Und einige Sachen haben sie zwar Tesla nachempfunden, aber sie haben das, was mich bei Tesla zum Beispiel oft gestört hat, besser gemacht. Also geht doch. Interessant ist auch die Sache mit dieser neuen Akkuchemie, die sie jetzt irgendwie verbauen. Wie das mit dem Swapping ist, weil beim Swapping, da haben die ja 12 bis 13 Akkus in diesen Swapping Stations gelagert. Und welche das jetzt sind, tja, das weiß man nicht. Wahrscheinlich sind es auch noch die alten. Das wird sicherlich eine Zeit lang dauern, bis die alten irgendwie so lange oder so weit aus dem Verkehr gezogen wurden, dass nur noch die neuen Akkus in den Swapping Stations sind, die dann irgendwie schneller laden. Das heißt also, wenn ich den Akku nicht gekauft habe und swappe, weiß ich nicht, ob ich jetzt den mit 170 kW Ladeleistung oder 130 kW Ladeleistung geswappt kriege. Und wenn ich das nächste Mal dann an Schnelllader fahre, kann es unter Umständen sein, dass ich dann doch nicht so schnell lade, wie ich es mir vielleicht erhofft habe. Ich würde euch sagen, wenn ihr einen Kombi sucht und der elektrisch sein soll, unbedingt den NIO ET5 Touring in die engere Wahl ziehen. Unbedingt Probe fahren. Schaut euch den Wagen genauer an. Es könnte sein, dass ihr euch in den Wagen verguckt, weil ich finde ihn wirklich super. Und ja, wenn ihr die große Akku-Option wählt, dann sollte auch die Reichweite keine Wünsche offen lassen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, wisst ihr ja. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal, denn dann bekommt ihr spannende Informationen. Dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.